Hallo Freunde, willkommen zurück zu Ark. Ja, hat sich ein bisschen was ereignet, seit ich die letzte Episode abgeschlossen habe. Unser tolles Floß ist kaputt. Wir haben unglaublich viele Ressourcen verloren. Schuld daran ist der da. Liegt jetzt noch da, atmet schwer. Bin ja froh, dass die Nase nicht unter Wasser ist. Und es hat sich ein bisschen was an der Basis ereignet, aber dazu kommen wir gleich. Der hier ist so gut wie fertig. Ich bin auch ziemlich fertig. Der hat unsere Schmelze kaputt getrümmert. Und dadurch habe ich bestimmt 400 Metallbarren verloren oder so. Es war einfach hässlich. Ich hatte mir gedacht, ich gehe einfach mal wieder auf Ressourcensammeltour. Wir brauchen massenhaft Ressourcen für die Tresore da oben. Einen konnte ich bauen, den zeige ich euch gleich. War auch Obsidian sammeln und so weiter. Hab jede Menge Polymer hergestellt, damit ich eben mal einen Tresor bauen kann. Was übrig war, habe ich noch als Polymer da. Ja, und dann habe ich mir gedacht, während das ganze Metallzeug vor sich hin brutzelt und ich keine Lust mehr hatte, auf Steine rumzuhauen, was machst du? Hab die restlichen Brontos der Insel entsorgt und dachte mir, dann kralle ich mir den da. Plan bei der Geschichte war, ich park Liarin hier, so habe ich das auch angefangen, bin mit 250 Betäubungspfeilen bewaffnet, hier nach hinten gelaufen, wo der stand, habe ihn dann in diese Richtung hier gekitet, immer schön rückwärts laufen, schießen, 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 bis zu Liarin, bin dann hoch auf den Hügel geflogen und als ich hier unten stand und den Hügel offensichtlich nicht hochkam, konnte ich ihn relativ gefahrlos beschießen. Bis er dann einen Rückzug antrat nach einer Weile. Und dann kam er zurück und hat sich irgendwann im Floß verheddert und dachte sich, das gehört dir, das mache ich kaputt. Kurz drauf ist er dann auch umgefallen. Die meisten der Rucksäcke, die dann übrig bleiben, die Inventarrucksäcke, lagen dann in ihm drin und an die kam ich nicht mehr ran. Leicht ärgerlich, denn sobald man auf ihn losgeht, hier kann man auf sein Inventar zugreifen. Und eben nicht mehr auf die Inventarrucksäcke da drunter. Das heißt, eigentlich ist er der moralische Sieger. Oder in dem Fall, glaube ich, eine Sie. Was bist du? Weiblich. Also sie ist Siegerin, moralisch. Wir haben wahnsinnig viel Zeug verloren bei der Aktion. Aber wenn alles gut geht, haben wir demnächst einen relativ hochleveligen Bronto. Das sollte noch einigermaßen hinhauen. Ja, ansonsten habe ich den Rest dieser ganzen Zeit, weil das dauert eine ewige Menge, diesen Dino zu zähmen, habe ich damit zugebracht, hier ein bisschen an der Basis rumzugammeln. Ich habe den zweiten Kühlschrank hier in Betrieb genommen, einfach um das Kibbel, das wir noch übrig haben, ein bisschen zu kühlen. Habe auch ein paar Eier gesammelt. Unsere Raptoren haben ein Ei gelegt, das finde ich absolut fantastisch. Ich muss demnächst mal die Major Berries irgendwo lagern. Das mache ich wahrscheinlich hier drin im Futtertrog. Oh! Lorelei, du hast mal wieder ein Ei gelegt. Ich bin stolz auf dich. Machst du super. Ich glaube schon das dritte Ei von Lorelei. Was sich ansonsten ergeben hat, ihr seht hier Bernd. Das war ein Wunschname für einen Ankylosaurus Männchen. Mit dem war ich auch das meiste Metall sammeln, weil ist halt im Level relativ angenehm. Je mehr Nahkampfschaden so ein Vieh macht, desto mehr Material kriegt man da raus. Ah ja, drück dich vorbei. Und wenn wir Bernd neben Anke stellen, dann legt Anke auch ein paar Eier extra. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Hab das Spiel gerade eben erst wieder geladen. Da am Floß jetzt auch sämtliche Betten zertrümmert sind, habe ich da unten einen Schlafsack hingelegt. Falls wir sterben, können wir wenigstens am Schlafsack wieder zu uns kommen. Aber das steht auf der Wunschliste für die Episode. Ich muss dringend ein Bett bauen. Mindestens eins. Besser wären zwei. Die Major Berries brauche ich nicht mehr, um Dinos zu zähmen. Die benutze ich jetzt eigentlich nur noch dazu, um Kibbel herzustellen. Aber hier drin bleiben die am längsten haltbar. Deshalb läuft das.
Petri stellen wir mal hier drüben ab. Ich versuche das ein bisschen zu trennen zwischen Fleischfressern und Pflanzenfressern, weil ich in dem Futtertrog die Beeren habe, in dem da oben habe ich das Fleisch. Das habe ich deshalb in den ersten Stock gestellt, dass ich auch nach oben hin reichlich Luft habe. Was mir neulich aufgefallen ist, als ich drüber nachgedacht habe, ich muss da oben wahrscheinlich wieder einige Teile aus der Decke rausreißen, weil ich mit dem Aufzug auch in den ersten Stock fahren möchte. Aber Aufzug ist erstmal was fürs nächste Level. Das wird dann ein etwas größeres Projekt. Das nehmen wir mit, weil wir demnächst mal wieder Dünger brauchen für unsere kleine Farm hier draußen. Da fehlt uns nämlich ansonsten eine ganze Menge Zeug. Lass mal gucken, jawohl. Wie gesagt, da muss ich demnächst wieder ein bisschen verstärkt Häufchen sammeln gehen, damit ich den Dünger für die ganzen Pflanzen bauen kann. Ich habe wahnsinnig viele Narkos verballert für diesen Bronto. Das war eigentlich unschön, wie viel das war. So, ich würde sagen, ich zeige euch kurz den Tresor oben. Dann können wir auch mal ganz kurz gucken nach einem Bronto-Sattel, ob wir den bauen können. Ich muss eine neue Schmelze bauen, mindestens eine. Ich muss eine neue Werkbank bauen oder am Biber fertigen vorerst. Ich habe auch neue Mörser hier gebaut, damit ich hier wieder Zeug herstellen kann. Polymer wird zum Beispiel da drin hergestellt. Ja, und das ist der Tresor, der erste von 9. Könnt ihr euch vorstellen, das wird ein riesen Bauprojekt, aber es sollte ziemlich bombastisch aussehen. Hat ein bisschen was von der Schweizer Bank, wenn wir damit fertig sind. Und wenn wir da reingucken, seht ihr, was ich alles retten konnte. Also ich konnte einige Narkos retten, ein bisschen von diesem Zündpulver. Flint, die ganzen Sattel konnte ich retten. An diese Tasche kam ich noch ran, an die alte Werkbank. Und habe sogar noch ein paar Betäubungspfeile hier drin. Aber im Großen und Ganzen war es das auch. Das ist ein Schildkrötensattel, Krokodilsattel, noch ein Krokodilsattel. Wir sollten vielleicht mal Krokodile holen gehen. Fiumina, das sind die Schweine. Brauchen wir im Moment auch nicht. Nochmal ein Schildkrötensattel. Mammutsattel. Ja, Mammut steht an demnächst. Muss ich mich auch auf die Socken machen. Ihr seht, die Rüstung hat arg gelitten. Der Kampf mit dem Bronto war nicht ganz einfach. Der hat zwischenzeitlich ein bisschen rumgebackt. Der konnte mich mit einem Schwanzschlag treffen, während er an der Klippe stand. Ich oben auf der Klippe. Und ja, ein bisschen unschön. So, ich möchte jetzt noch auf jeden Fall hier in der Basis bleiben, bis der Bronto gezähmt ist. Und ich dachte mir, die Zeit in der Basis schlagen wir tot, indem wir den zwei Raptoren helfen, ein Ei zu legen. Ich möchte mal ganz kurz in die Raptorenzucht reingucken. Bedeutet, du kommst mit und du kommst mit. Jawohl. Das läuft soweit. Hier machen wir zu, sonst haben wir da nachher wieder ungebetene Gäste. Dann laufen wir einmal außen rum, oben zu unserem Fangkäfig. Die Zucht läuft nämlich erst an, wenn man die auf Wandern stellt nebeneinander. Das heißt, die brauchen diesen Paarungsbonus, das Herz vom Kopf. Und dann müssen beide auf Wandern stehen. Ansonsten fangen die nicht an mit der Paarung. Ja, ihr seid schnell genug, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Wenn die auf Wandern stehen, können die aber sehr weit voneinander entfernt sein. Und wenn die zu weit voneinander weg sind, dann läuft das mit der Paarung natürlich auch nicht. Dementsprechend, ja, ein bisschen Vorsicht. Deshalb der Fangkäfig, der wird dann gleich zum Paarungskäfig. Ich hoffe einfach, dass dann der Platz ausreicht, dass die auf Wandern stehen und trotzdem dicht genug beisammen sind. So. Nicht außenrum. Ach, ihr Dödis. Rein jetzt hier, hopp. Keine Sorge, ihr werdet hier drin nicht wieder betäubt. Im Gegenteil, das wird euch Spaß machen, was hier drin passiert. Möchte ich hoffen. Ja, für Genie ist es das erste Mal. Komm jetzt mit. Blödes Huhn. Deshalb sind die Dinos ausgestorben. Riesen Wendekreis und so doof, durch eine Tür zu laufen. Wären sie durch Türen durchgekommen, hätten sie sich ja in einem Schutzbunker verstecken können.
So, dann hätten wir das. Hervorragend. So, für euch mache ich ein bisschen heller. Du darfst wandern. Du darfst wandern. Jetzt will ich aber auch sehen, dass hier das mit der Paarung losgeht. Na also, Herzchen über dem Kopf. Sache läuft. Wer hat den Paarungsbalken? Das wäre Ginny. So, dann geben wir den beiden kurz noch ein bisschen Privatsphäre. Wir könnten so lange eigentlich nach dem Bronto gucken, aber ich habe Angst, dass dann das Ei irgendwie kaputt geht. Das hält nämlich nur eine gewisse Zeit. Und, na toll, zu weit auseinander. Sag mir nicht, ihr seid schon fertig. Das gibt's nicht. Okay, wir brauchen einen kleineren Paarungskäfig. Das heißt, wir bauen dann nochmal einen extra Paarungskäfig. 4 Fundamente groß. Auch mit einem Tor. Komm du mal mit hier. So. Jetzt bleibt mal einigermaßen zusammen. Ach, ihr seid doch bescheuert. Gibt's ja überhaupt nicht. Ihr kriegt das gar nicht hin, oder was? Ja, kacke mich nicht an. Ihr seid doof. Das seid ihr. Komm mit. So, dann gibt's einen Trick. Man pfeift eine Weile und dann bewegen die sich nicht mehr. Dann sollten die zusammenbleiben, bis der Paarungsvorgang abgeschlossen ist. Ist jetzt natürlich wahnsinnig nervig und... Oh, wir verhungern gleich. Also, bringen wir das mal hinter uns hier. Da bin ich mal gespannt, ob wir das mit dem Ei dann hinkriegen, das auszubrüten. Eier brauchen eine ganz bestimmte Temperatur, abhängig von der Rasse. Und so wie es im Moment aussieht, machen wir das bei den Lagerfeuern. Dann kann ich die einzeln nacheinander ein- und ausschalten, bis die Temperatur passt. Das Ei auf die richtige Entfernung dazu legen. Die Temperatur fällt nämlich dann ab. Und dann sollten wir dann in der Lage sein, ein Ei auszubrüten. Bei den Eiern hat man die Chance, dass es ein einzelner Dino wird. Eine sehr geringe Chance auf Zwillinge. Und eine verschwindend geringe Chance sogar auf Drillinge aus einem Ei. Was ich interessant finde. Aber wenn damit alles klappt, haben wir jede Menge Raptoren nach einer Weile. Die brauchen zwar eine kleine Pause, nachdem die so ein Ei gelegt haben, aber... Das sollte trotzdem funktionieren. Am Valentinstag gab es so ein kleines Event. Da ging das mit der Paarung und dem Ausbrüten deutlich schneller. Ausgebrütet wird natürlich kein fertiger Raptor. Dann hat man erstmal so einen kleinen Mini-Raptor. Das ist ein befruchtetes Ei. Die beiden lassen wir jetzt einfach mal hier drin. Die können da meinetwegen noch ein bisschen im Kreis rennen. Wir schauen mal nach dem Bronto und nach dem befruchteten Ei hier. Das hat eine Eigesundheit. Wenn wir das auf den Boden legen und es ist zu kalt oder zu warm, dann nimmt die Gesundheit ab. Und wenn die richtige Temperatur erreicht ist, kommt ein extra Balken dazu für das Ausbrüten. Und wenn das erledigt ist, dann haben wir... 1 bis 3 neue Raptoren. Die Werte und Level sind Durchschnittswerte der Eltern. Das heißt, unser neuer Raptor oder unsere neuen Raptoren werden irgendwo in der Gegend der Elterntiere sein. Was mir ganz gut passt. So, da wir gerade verhungern, muss ich mal gucken, wo ich jetzt was zu essen auftreibe. Ich würde sagen, das hole ich mir kurz offscreen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Bronto einigermaßen fertig ist oder wir nach dem Ei gucken. Bis gleich. Gut, da bin ich wieder, habe mir was zu essen organisiert und habe festgestellt, wir brauchen mehr Holz. Deshalb bin ich derzeit so langsam unterwegs. Charakter schwer überladen. Die Ausbrut von Dino-Eiern dauert eine ganze Zeit. Und deshalb dachte ich mir,
Ich organisiere da noch ein bisschen Brennholz. Und dann gucken wir da gleich mal. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie viel Hitze oder so das Ei braucht. Ich würde sagen, das sehen wir aber gleich. Wir machen erstmal alle drei an, würde ich sagen. So, da liegt es. Und Brutzeit. Na also, wir haben die richtige Temperatur erwischt. Jetzt seht ihr, das braucht eine ganze Weile, bis das ausgebrütet ist. Der Balken bewegt sich ja praktisch nicht. Und in der Zeit sollten wir die Feuer anlassen. Wir könnten mal gucken, ob wir das ausmachen können hier. Läuft immer noch auf Brüten. Sehr gut. Dann lassen wir das Feuer aus. Kümmern uns erstmal nur um die beiden. Und da bin ich jetzt ein paar Stunden beschäftigt. Das wird wirklich eine ganze Weile dauern. Ich hoffe, dass das hinhaut und dass das Ei nicht kaputt geht bis dahin. Kurz vor Ende werde ich nochmal losziehen und eine ganze Menge Fleisch organisieren, denn die Baby-Raptoren oder allgemein die Baby-Dinos ernähren sich nicht selbst. Die brauchen in den ersten paar Sekunden, sage ich mal, viel Nahrung. Und ja, wie das dann genau funktioniert, zeige ich euch, wenn es soweit ist. Aber da sind die ersten paar Sekunden wirklich entscheidend. Das heißt, wenn die geschlüpft sind, habe ich wahrscheinlich nicht genug Zeit, bis zum Futtertrog zu kommen und wieder zurück. Das muss ich schon irgendwie dabei haben. Ich denke, ich werde gleich noch ein bisschen von dem Fleisch hier im Schrank bunkern. Im Moment scheint es aber mit dem Brüten zu klappen. Der Brutzeitbalken wird kleiner. Das ist in Ordnung so. Da haben wir auch noch eine Menge Brennholz. Das heißt, die Feuer halten eine Weile durch. Hier hätten wir auch noch mal ein bisschen was. Wird Zeit, mal wieder nach dem Bronto zu gucken. Und einen Bronto-Sattel wollte ich ja auch noch bauen. Das wird langsam auch akut. Wir haben auch nur noch 7 Zitronen hier drin. Da muss ich gleich nochmal nach der Ernte gucken. Wir haben da bestimmt noch irgendwelches Zeug, was wir dem reindrücken können. Ach, immer dieser Stress. Mit diesen Riesenzähmungen hier. Das war knapp. So. Ah, 2 Mais, nur nicht zu viel. Ich glaube, das habe ich vor kurzem erst leer gemacht. Ja. Schade. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Und gerade bei den Karotten kann ich mal wieder Dünger brauchen. Es sind nur noch 23.000 Dünger drin. Über 80.000, über 60.000, über 60.000. Das passt alles. Brutzeit nimmt ab, Gesundheit bleibt. Super. Wie sieht das mit dem Feuer? Hat noch Munition. Hätte mich auch gewundert. Naja, Sattel läuft nicht weg. Hervorragend. Betäubtheit, ja, bei dem Level hat man ungefähr 3 Stunden, bis die Betäubtheit komplett weg ist. Pass auf, dass du dir nicht auf die Zunge beißt. Junge, Junge, 42 extra Level. Das wird ein Riesenbronto. Und ich habe nochmal nachgelesen, man wird den Bronto wahrscheinlich nicht auf ein Floß kriegen. Das ist so der letzte Stand, den ich lesen konnte. Das bedeutet, wir müssen ihn entweder auf die andere Seite schwimmen, wenn wir da was machen wollen. Oder ich muss mir was einfallen lassen. Nein, man kann den Bronto nicht an 8 Argentavis hängen und rüberfliegen. Das läuft nicht. Und auch mit Quetzels kann man die Brontos nicht irgendwie bewegen. Da sind die einfach zu groß für.
Was mir gerade vorschwebt, ist ein Bauprojekt, dass wir eine Brücke bauen von unserer Insel aufs Festland. Da gibt es ein paar Möglichkeiten und was ich so gesehen habe und lesen konnte, kann man von dieser Spitze aus hier eine Brücke aufs Festland rüberbauen. Es gibt eine maximale Bauhöhe bei Ark und wenn der Meeresboden zu tief ist, dann kann man die Brücke nicht hoch genug bauen, dass die überm Wasser ist. Und das wäre natürlich blöd, wenn die Brücke dann unter Wasser ist. Da brauche ich keine Brücke. Und dementsprechend werden wir da in Zukunft mal gucken. Ich denke, wir werden das Holz bauen. Stein brauche ich jede Menge für den Turm. Und mit dem Biber kriege ich mehr Holz, als ich verarbeiten kann. Ich kann euch noch zeigen, wo ich Holz mit dem sammle und wie das abgeht. Das ist nämlich gleich gruselig, wie schnell der das Holz sammelt. Und besonders an der Stelle, also da kriege ich 2000, 3000 Holz innerhalb von 2-3 Minuten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ach, wenn es überhaupt Minuten sind. Was ist jetzt los? Kommen alle zusammen, weil der gleich aufwacht oder was? Ja, warte doch nicht, dass der mir dann den Hintern aufreißt. Level 48. Na, wir haben dann gleich ein Tragetier. Der Bronto sollte jede Menge Tragekapazität haben. Also, wir haben einen Bronto gezähmt. Das ist doch schon mal was. Wie nennen wir sie? Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Level 134. Und trägt die Nase ganz schön hoch. So, was haben wir? 1300 Tragkraft ist gut. 240% Nahkampfschaden werden wir nicht brauchen. Fast 9000 Trefferpunkte ist auch in Ordnung. 100% Bewegungsgeschwindigkeit bedeutet, sie ist ätzend langsam. Eine der langsamsten Dinos im Spiel. Und die Ausdauer reicht auch nicht aus für größere Sprints. Dementsprechend, ja. Aber damit hätten wir das Problem mit einem Tragetier erledigt. Und es folgt mir, oder? Yep. Super. Und wir kommen damit möglicherweise im Innern auch an die Tresore ran. Na, müssen wir mal ausprobieren bei Gelegenheit. Ach, bei Gelegenheit. Wir bauen jetzt einfach kurz den Sattel. Schauen zumindest, was wir dafür brauchen. Dann werden wir sehen, ob das passt. Wie schwer kann es schon sein, so einen Sattel zu bauen? Ich wollte eigentlich nur das Häufchen, aber was soll's. Fliegen bleibt mit dem Lorelei da hoch. Ja, nein, warum denn? Wir brauchen eine Schmiede. Wir müssen gucken, was wir an Material brauchen. Wenn ich ihn gelernt habe. Lass mal ganz kurz gucken. Kann ich den überhaupt schon? Bronto-Sattel. Ich kann ihn lernen, wenn ich hier Grammpunkte habe. Okay, das macht mir gerade einen kleinen Strich durch die Rechnung. Aber sehr viel brauche ich nicht mehr bis zum Level-Up. Das sollte eigentlich hinkommen. Und so viele Extrapunkte sind es dann auch nicht. Ja, dann kann ich jetzt natürlich auch nicht gucken, was ich da an Material brauche. Und eine Blaupause dafür habe ich leider auch noch nicht. Okay, schade. Aber wir haben immerhin ein Bronto. Wir könnten jetzt mal ganz kurz noch gucken, was unser Ei macht. Diese Vögel. Beziehungsweise Pteranodons. Okay. Eigesundheit sieht immer noch gut aus. Brutzeit. Ihr seht es ja selber. Da muss ich ein Auge drauf haben. Alles klar. Und das heißt, für euch geht es jetzt wahnsinnig schnell. Ich werde mich nochmal verkrümeln. Und wir sehen uns dann, wenn das Ei soweit ist. Bis dahin. Okay, da bin ich wieder. Inzwischen sind die Feuer aus. Es ist stark temperaturabhängig. Nachts brauche ich zum Teil drei Feuer, wenn es regnet. Tagsüber muss ich das Ei jetzt auch ein paar Mal aufheben wieder, weil es einfach zu heiß ist auf der Insel. Dementsprechend hat die Eigesundheit auch stark gelitten. Es ist also nicht so, dass ich das einfach rauslege und dann lasse ich die Kiste mal laufen und gehe ein paar Stunden was anderes machen. So läuft das nicht. Ja, ihr seht, verdirbt in 7 Tagen, 21 Stunden, 45 Minuten.
Ursprünglich waren das mal 8 Tage, dementsprechend wisst ihr, wie lange ich jetzt schon an diesem einen Ei rumbrüte. Die Brutzeit ist schon so gut wie abgelaufen. Möglicherweise noch 1 oder 2 Ticks, je nachdem, sind das vielleicht 5 oder 10 Minuten, werden wir sehen. Ich habe in der Zwischenzeit hier drüben für Fleisch gesorgt. Vor der Tür wartet Raksha. Er hat Fleisch an Bord und, naja, Liarin hat ebenfalls eine Menge Fleisch dabei. Ja, Raptor-Babys sind hungrig. Ihr werdet euch wundern, wie viel Fleisch in die Dinger reinpasst. Auch wenn die sehr klein sind am Anfang. Vorausgesetzt ist es mehr als eines. Aber man muss ja für Drillinge planen, für den Fall, dass es welche werden. Weiß man ja vorher nicht. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass man dann irgendwie nur einen Fetzen Fleisch dabei hat. Und dann hat man 3 hungrige Mäuler zu stopfen. Dementsprechend, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Jetzt kann es eigentlich nur noch jeden Moment soweit sein. Ich freue mich drauf. Wir sind kurz davor, Raptoreltern zu werden. Freut ihr euch auch? Bin wirklich gespannt. Das ist im Übrigen meine erste Zucht. Alles nur durch Lesen und Ausprobieren jetzt. Und naja, ich denke, das Ei hat es bisher ganz gut überstanden. Oh, ist das toffig! Imprint, ich weiß noch nicht mal, was das für ein Geschlecht ist, spielt im Moment auch keine Rolle. Wir müssen dem erstmal ein bisschen Futter geben. Das kann am Anfang nur 5. Und ihr seht, es ist schon so gut wie verhungert. Die Gesundheit hat stark gelitten. Wenn man dem nicht sofort Futter gibt, dann fällt das um. Das wäre natürlich extrem schade. Jetzt haben wir ein Raptor-Männchen, Level 105. Und das folgt uns schon. Ach, guckt euch das kleine Raptorchen an. Ja, das wird jetzt eine ganze Menge Fleisch verschlingen. Bis es einigermaßen hochgepäppelt ist. Das durchläuft jetzt mehrere Stufen. Das ist jetzt erstmal, ich glaube, kleines Baby, dann Kleinkind. Ich glaube, ab Kleinkind kann das schon mehr tragen. Und wenn wir ein gewisses Level an Tragkraft haben, dann ist es groß und stark genug, aus dem Futtertrog zu fressen. Dann können wir es quasi mit rübernehmen in unsere Basis hier in unseren Turm, stellen das dort vor die Schränke und dann sollte sich das selbst versorgen können aus dem Trog raus. Da müssen wir immer noch dafür sorgen, dass im Futtertrog reichlich ist. Den habe ich inzwischen fast komplett geplündert. Das heißt, ich werde offscreen dann noch eine ganze Menge machen müssen, was Fleisch angeht. Und da haben wir bis jetzt Raptor-Junges. Oh Mann, mein erstes Dino-Baby. Das ist super. Kaum zu glauben, dass die Dinger mal gefährlich werden. Schöne lila Färbung. Da muss ich demnächst auch noch die Eltern dazu holen, aber wir lassen es erstmal ein bisschen stärker werden, dass die Gesundheit ein bisschen hochgeht und so weiter. Dass die Nahrung ein bisschen hochgeht. Wenn ich es jetzt alleine lasse und das verhungert in der Zwischenzeit, dann muss ich mich selbst hassen. Das wäre nicht gut. Ja, Alterungsprozess seht ihr natürlich auch eingeblendet. Das wird jetzt ein paar Tage dauern, bis das wirklich erwachsen ist und zum Rudel kann, sage ich mal. Ich muss es wenigstens so stark kriegen, dass es im Turm selbst aus dem Trog fressen kann. Und dann können wir es quasi in Ruhe lassen. Dann müssen wir es nicht permanent hier verhätscheln und drauf aufpassen. Naja, Stück für Stück. Ich würde sagen, ich melde mich hier wieder, wenn es ein bisschen stärker ist. Oder wir versuchen einfach mal, es folgt uns ja, ob das jetzt schon mitkommt. Nee. Wahrscheinlich, weil es zu viel Gewicht im Inventar hat. Es kann ja nicht viel tragen. Dürfte jetzt ziemlich überlastet sein. Müssen wir warten, bis
die Tragkraft hier ein bisschen größer ist. Ich glaube, es war irgendwas um die 10% vom Gesamtgewicht, wenn das hat. Dann kann das selbst aus dem Trog fressen. Aber 0,5 von 201, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, ich werde das noch ein bisschen hochpäppeln, bis mir das folgen kann, bis es stark genug ist. Dann hole ich euch wieder dazu. Bis nachher. So, kleines Update. Wir sind inzwischen umgezogen und der Kleine hat einen Namen. Er heißt jetzt Krümel, weil er einfach so winzig ist. Finde ich drollig. Ja, wir sind umgezogen, wie gesagt. Er ist jetzt hier unten. Sollte er irgendwann stark genug sein, aus dem Trog zu fressen, ist er in Reichweite. Er stand bisher auf Wandern. Das habe ich ihm abgewöhnt. Und er begreift noch nicht, was es heißt, hier zu warten. Ich ihm sage, er soll mir nicht mehr folgen, weil ich zum Beispiel irgendwas erledigen will, wie draußen an der Farm mal wieder ein bisschen den Dünger verteilen, dann dauert es nicht lange und Krümel rennt mir wieder hinterher. Ist sehr anhänglich. Was natürlich auch bedeutet, wir können jetzt, oder ich kann jetzt nicht sehr viel machen, weil Krümel ruckzuck Heimweh kriegt hier. Wobei, ich glaube, jetzt hat er es begriffen. Die ganze Zeit, sobald ich ein bisschen auf Abstand ging, kam er mir hinterher. Und er ist jetzt natürlich schon etwas stärker geworden. Wir sind jetzt bei 2,8. Sobald wir bei 20,1 sind oder so, müsste er stark genug sein für den Trog. Und dann können wir uns mal wieder anderen Aufgaben widmen. Im Moment noch nicht so ganz. So, alle anderthalb Stunden wird Dünger umgebaut. Also ihr könnt schon sehen, wie lange ich jetzt schon an dieser Episode dranhänge. Dementsprechend läuft wenigstens das mit der Farm. Und den Bronto habe ich inzwischen in die Garage gepackt, weil ich einfach sehen wollte, wie das von der Höhe her aussieht. Und selbst der Bronto schafft es nicht, dass ich so weit da hochkomme. Ich kann die Decke auch nicht irgendwie weiter runterholen, weil das Riesentor natürlich nicht kleiner wird. Aber wenn ich dann irgendwann ein Spino oder ein T-Rex und ähnliches hier drin haben will, ein Mammut oder jetzt den Bronto, später vielleicht ein Parasa, was auch immer, dann brauche ich das große Tor. Ansonsten kommen die Dinos nicht hier rein. Das heißt, ich bin im Moment noch ein bisschen überfragt, wie ich das machen will mit den Tresoren da oben. Könnte auf alle Fälle übel werden. Ich überlege derzeit, ob ich da vielleicht eine Brücke rüber baue. Ja, wie gesagt, eine kleine Brücke rüber bauen. Im Prinzip von der oberen, vom oberen Zwischenboden mit einer Rampe eins schräg runter. Das könnte ich mit Stützpfeilern abhängen, beziehungsweise ich wollte sowieso noch Stützpfeile hier reinbauen. Da könnte der Zwischenboden dann draufstehen. Und dann könnte ich im Prinzip die Tresore auf den Zwischenboden stellen, mache nochmal diese Fallböden auf den Zwischenboden und mache die Tresore quasi in dieses Stockwerk hier rein. Hänge das Ganze quasi so unter die Decke. Und dann müsste ich eigentlich ganz gut hinkommen. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Da bin ich ja doch froh, dass ich das jetzt mal mit dem Bronto so gesehen habe. Ja, das bedeutet, ich brauche noch ein paar Tresore extra. Die Fertigungsebene, das passt. Dann kann ich die Fertigungsanlagen im Prinzip oder die Herstellungskomponenten zwischen reinlegen. Zwischen diese Falltürlöcher. Und kann so sehr leicht auf die Tresore zugreifen. Und das nächste Stockwerk muss nicht so wahnsinnig hoch sein. Was auch bedeutet, ich kann demnächst anfangen mit dem nächsten Stockwerk hier. Sehr gut. Das bedeutet, es gibt in den nächsten Tagen, wenn ich die Ressourcen habe, im Moment sieht das relativ dünn aus. Holz müsste ich mal wieder sammeln gehen. Stein sieht eigentlich okay aus, aber könnte mehr sein. Davon fehlt uns auch mal wieder was. Das bedeutet, ich werde heute offscreen mal wieder einiges sammeln dürfen. Die ersten paar Steinpfeiler habe ich schon.
Aber dann gibt es die nächsten Tage eine Bauepisode, wo ich dann diesen Zwischenboden reinziehe. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht auch noch genug Material habe für den einen oder anderen Tresor. Dann kann ich die in der Bauepisode auch noch gleich berücksichtigen. Ja, dann machen wir das so. Dann wird die Fertigungsebene da oben ein bisschen umgestaltet. Die Tresore hänge ich unter die Decke. Das ist eigentlich eine hervorragende Idee. Beschlossen. Alles klar. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen um Krümel kümmern, bis der einigermaßen fit genug ist, dass er auf sich alleine gestellt hier aus dem Futtertrog ist, bevor ich dann losziehe. Wir sind jetzt bei 3,1. Ihr seht, das dauert eine ganze Weile und er ist noch nicht stark genug für den Trog. Ansonsten hätte er dieses Trog-Symbol über dem Kopf. Sobald er soweit ist, werde ich Rohstoffe sammeln für den nächsten Umbau. Und wir sehen uns morgen wieder, dann mit einem kleinen Update, was Krümel angeht. Ich werde noch gucken, ob seine Eltern inzwischen wieder paarungsbereit sind, aber ich glaube, das braucht auch ein paar Tage. Dann können wir das Raptor-Rudel auf die Art ein bisschen vergrößern. Und ansonsten machen wir uns morgen auf den Weg mit Lorelei und Raksha zur Höhle. Wir haben hier immer noch die Ausrüstung drin für die Höhle. Und dann gucken wir mal, was dort dann noch geht. Bis morgen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.